Nimmt der noch WordArt zum Schneiden oder was? Nimmt der, was sind das denn für billige Billo-Gifs? War es gerade eine Ansage oder was? Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen jetzt wieder zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und heute mal wieder mit einem neuen Vlog. Und ich würde einfach mal sagen, wir quatschen heute gar nicht so ewig lang rum. Wir fahren uns einfach nach Stuttgart, denn da ist Marc Gebauer und Nico und wir drehen ein Video. Let's go. Ich drehe heute mit Marc nämlich ein Video, Preise erraten, und ich dachte einfach mal, ich nehme euch mal hier mit und vlog das Ganze natürlich wieder. So, ladies and gentlemen, welcome to the final round of the Asian Red Dead Game. Ja, ist kein Problem. Ja, okay. Okay, dann gehen wir mal die einzelnen Sachen durch. Okay. Was ist das für eine Qualität? Wie sehe ich aus? Wie Marc. Es geht ab. Hello everyone, this is Marc Gebauer and today we... Es geht. Bro, wem sein Auto ist da unten? Welches? Dieses eine schwarze. Ja, meins. Lava? Ja, ja. Alter, bist du reich geworden, Bro, oder was? Ist dein Auge. Alter, wo ist Rolex? Was ist los? Hallo Leute, Schwiegermamas Liebling ist da. Kuss. Wie geht's dir? Gut dir, danke dir. Nur schöne Menschen im Video wieder. Also, wie ihr sehen könnt hier, ja, dieser rote Punkt hier vorne, der verrät schon alles. Das letzte Mal, als ich so eine Kamera gesehen habe, war in L.A., Venice Beach, als sie Hobbs & Shaw gedreht haben. Was hier so alles im Flughafen steht, ob mein Wagen hier in der Tiefgarage sicher ist? Genau. Ja, moin. Erstmal Sprengstofftest gemacht. Das sind wieder diese neuen modernen Schnitte für die 16-Jährigen, ne? Die Sascha eingeführt hat. Oder was ist das? Spendi, wieso immer hin und her geswitcht? Wieso nicht, wie der Tag passiert ist? It makes no sense, gar nicht. Wo macht das Sinn? Sehe ich so aus wie ein Terrorist oder was? Warum erwischt es immer mich? Oder wir lernen jetzt gleich einen Olli, oder was machen wir? Wir lernen heute wirklich einen Olli, ja. Digga, ich bin vielleicht einmal in meinem Leben Skateboard gefahren. Meinst du, du kannst es gut erklären? Ja, safe. Also bis jetzt hat die, also hast du, weißt du, du musst mal... Also ich meine, das ist natürlich, weißt du, das ist... Digga, dafür also kein Bubble. Ja, Digga, ich will mich auf jeden Fall geisteskrank aufs Maul packen, Alter, holy shit. Ja, Skate-Video vorbei. Lief top, oder? Lief top. Also Leute, das wird auf jeden Fall safe noch geil, aber das Video kommt erst am... Geiles Objektiv. David, was machen wir eigentlich hier? Was ist denn heute? Also in der Tat ist heute der 12. September, das heißt morgen habe ich Geburtstag. Ich werde endlich 18. Bin ein bisschen aufgeregt. Aber für Las Vegas und so reicht leider noch nicht. Wie, ich dachte, wir können nach Las Vegas. Nächsten Sonntag raus. Oh Gott, nein, den hat er jetzt nicht gebracht. Wieso bist du so? Bruder. Wieso bist du so? Ich pack die Sachen von vor 2 Jahren aus. Der Dev wird nochmal wiederkommen, ich sag's dir, Bro. Der Dev kommt, ich glaub, der Dev kommt nochmal. Leute, was hier passiert? Keine Ahnung. 3, 2, let's go! Holy shit! Was sind das für Schnitte? Ich sag dir ganz ehrlich, warum immer, ich sag, fühlt ihr das auch so? Immer wenn man wissen will, was da jetzt kommt, ist es weggeschnitten. Es ist immer weggeschnitten, wenn es interessant wird. Spendi, Junge, warum tust du meiner Seele das an? Ich will gerade sehen, was da kommt. Bam, weg. Nochmal. Also der will unbedingt wegfliegen. Ich kotze. Oh. Oh. Benny will jetzt mal in den Lotus einsteigen. Also, ich versuch mal. Kriegst du hin, mein Lieber. Ja, genau. Ein Fuß rein. Okay. Das ist halt also, gar nicht so schlecht gemacht. In den Videos sieht das viel, viel mehr Platz aus drin. Das ist ja wie ein Go-Kart. Boah. Erstmal schön auf die Spoilerlippe. Nee, nee. Seitenschwellerlippe oder wie nennt man das? Oh Gott, ich komme nicht raus. Ja, pass auf. Du tust einen Fuß raus. Nee. Ganz kurz, wir haben ganz spontan eine LAN-Party organisiert für den Freitag. 10 Mann, Sascha ist am Start, Peter ist am Start, Pilger ist am Start. Hi. Der Gebannte ist am Start, Nico ist am Start und Tim ist am Start. Das wird ganz hart. Leute, ich bin offiziell der dümmste Mensch, den es jemals gab auf dieser Welt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen Flug Stuttgart-Hamburg, Hamburg-Stuttgart gebucht, also Hin- und Rückflug. Stehe jetzt gerade am Schalter in Hamburg und will natürlich nach Hause, nach Stuttgart. Sagt die Dame zu mir, haben Sie nicht gebucht? Ich sag zu ihr, ja, ja, klar habe ich gebucht. So, hier meine Buchungsbestätigung, ich check meine E-Mails. Denken sie, ja, da ist jetzt auch alles safe, alles gut. Digga. Die schaut drauf aufs Datum, 13.12. Für den 13.12. habe ich den Rückflug gebucht. Wir haben den 13.09. heute. Ja, 280 Euro haben wir heute so gemacht. 280 Euro haben Flügel bekommen. Wie kann man so dumm sein, Digga? So, liebe Leute, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, ich habe da was auf der Linse. Oh Mann. Oh Mann, das reflektiert einfach.
Wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat so ein Vlog gefallen. Vlogs machen mir zurzeit wirklich extrem viel Spaß. Also würde ich mich natürlich, wie gesagt, über einen Daumen nach oben freuen, über ein Like. Schreibt einen Kommentar, hinterlasst eure Meinung. Mögt ihr solche Vlogs? Ja, liebe Leute, dieses Jahr wird's richtig krass wieder im Dezember, denn es wird ein Dezember geben. Aber mehr Informationen werdet ihr definitiv noch die Woche bekommen, beziehungsweise die nächsten Wochen. Ne? In dem Sinne würde ich einfach mal sagen, liebe Leute, ja, wir sehen uns dann wieder am Sonntag mit einem erneuten Video mit Sascha. Bis Sonntag.